Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch erklären, wie die Spielautomaten funktionieren auf der neuen Zombie-Karte Verlassener und wie ihr die einzelnen Spiele spielt. Als allererstes müsst ihr Pekka-Punch einschalten, damit ihr überhaupt an die Automaten könnt, beziehungsweise damit die Automaten eingeschaltet sind. Und wenn ihr dann Pekka-Punch eingeschaltet habt, dann braucht ihr eine Arcade-Münze, um überhaupt an diese Spielautomaten spielen zu können. Diese Münzen, Leute, kriegt ihr entweder durch Zombies, wenn ihr die tötet, droppen die welche. Oder ihr könnt in der Spielhalle eine Münze kaufen für 10.000 Punkte. So, wenn ihr dann die Münze habt, Leute, ist hier der erste Automat. Dann könnt ihr eure Münze verwenden und ihr werdet hier in diesen Raum teleportiert. Und ihr seid eine Fernentladung. Leute, ich kann mit diesem Teil gar nicht umgehen und erst recht nicht mit Maus und Tastatur. Aber was ihr dann machen müsst, ist die Punkte einzusammeln. Und ihr müsst dann hier hochkommen und dort ist auch nochmal, wie ihr seht, eine Menge Bonuspunkte. So, und jetzt zeige ich euch das Spiel Nummer 2. Der zweite Automat befindet sich direkt hier hinter. Und zwar ist das der Eisendrache. Das ist genau dieselbe Mission wie auch bei Ausbruch. Ihr müsst in diesem roten Kreis die Zombies töten, die hier spawnen. Und wenn ihr dann alle getötet habt, dann ist der Drache aufgeladen und verschwindet und hinterlässt eine Kiste. Und mit etwas Glück bekommt ihr aus der Kiste auch eine Wunderwaffe. So, kommen wir nun zum letzten Spiel. Das letzte Spiel ist hier links um die Ecke direkt an dem Automaten, wo auch die Waffe ist. In diesem Spiel verliert ihr alle eure Perks und Waffen und ihr seid hier nur mit einer ganz normalen 1911er Pistole und mit dieser müsst ihr jetzt 3 Zombie-Wellen töten. Ganz wichtig, ihr habt nicht viel Munition, die Zombies halten mit dem Messer auch eine Menge aus, also spart eure Kugeln und versucht nur Headshots zu verteilen und wenn ihr die erste Zombie-Welle geschafft habt, dann seht ihr schon so eine kleine Explosion und hinten spawnt eine kleine Kiste. Bei der ersten Welle spawnt eine kleine Kiste, wo Schrott rauskommt. Das könnt ihr einsammeln und jetzt kommt die zweite Welle und hier würde ich wieder nur auf Headshots gehen, weil sonst reichen euch die Kugeln nicht und die Zeit reicht euch dann auch nicht. Wenn ihr die zweite Welle dann beendet habt, dann kommt wieder eine Explosion und hier links kommt dann eine Kiste und dort kommt dann Schrott raus und eine DMR. Mit dieser DMR müsst ihr jetzt die restlichen Zombies töten, ihr werdet auch nicht viel Zeit haben. Also geht am besten wieder auch auf Headshots und versucht halt jeden Zombie mit einem Schuss zu töten. Wenn ihr dann diese dritte Welle auch geschafft habt, dann spawnt da jetzt eine größere Kiste und aus dieser Kiste spawnt dann volle Kraft, Bonuspunkte und hochwertige Schrottdepot, Leute. Das waren dann jetzt alle 3 Spielautomaten und nachdem ihr alle 3 gespielt habt, bekommt ihr sogar noch eine Visitenkarte. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, schreibt mir noch in die Kommentare, lasst ein Like da. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle auch sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.